Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsen-Griller. Ja, Hackfleisch, das läuft jedes Mal immer sehr gut. Deswegen, Marco hat sich was einfallen lassen, und zwar sind das ganz leckere Hackgranaten. Was das sein könnte, wie er es gemacht hat, wird er uns jetzt verraten im Video. Viel Spaß. Auf alle Fälle wird es lecker. Wir starten dann wie gewohnt am Brett mit den Zutaten für unseren Granatentopf. Warum Granatentopf, das seht ihr dann nochmal im Laufe des Videos. Wie ihr es gewohnt seid, die genauen Mengenangaben findet ihr nochmal im Video bzw. unter dem Video. Und während ich euch diese hier aufzähle, könnt ihr ja schon mal unten auf Abonnieren drücken, sofern ihr möchtet. Rechts die kleine Glocke nochmal betätigen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Ja, es geht los. Wir brauchen Rinderfond, gehackte Tomaten. Hier drin haben wir eine Mischung. Das ist, hier unten drunter befindet sich gemischtes Hack. Dazu kommen Zwiebel, Paprika, Eier, Semmelbrösel, Chiliflocken, Gewürz von unserem bzw. eine angenehme Menge von unserem Special Meat und etwas Petersilie. Des Weiteren brauchen wir noch etwas Kochsahne, Frischkäse in Form von Kräuterfrischkäse, ein paar Nudeln, weil ich mir gerade überlegt habe, dass das eine One-Pot-Variante werden soll. Und wie hier schon im Hack würzen wir dann auch noch das gesamte Gericht mit unserem Special Meat. Infos dazu findet ihr bei uns auf der Webseite bzw. unter dem oder hinter dem Link unter dem Video. Wie ihr es von uns gewohnt seid, diese ganze Mischung hier mit dem Hack knete ich oder lasse ich jetzt kneten von meiner Küchenmaschine. Das kann ruhig 10 Minuten dauern, sollte auch 10 Minuten dauern, dass sich alles miteinander verbindet, dass sich nicht irgendwo Gewürznester bilden oder wie auch immer oder dann nur ein Stück mit Zwiebel ist. Wo ich gerade bei der Zwiebel bin, wenn ihr hier Gemüse reinmacht, wie wir eben dieses Paprika und die Zwiebel, hackt das wirklich richtig schön fein und klein. Und ja, was ich hier noch vergessen habe, ist Knoblauchpaste. Meine Knoblauchpaste, meine Geliebte, kommen hier auch noch zwei Esslöffel mit hinzu. Sehe ich gerade, die habe ich völlig vergessen. Aber die stehen auf alle Fälle in den Zutaten unten mit drin. Wie gesagt, das wird alles richtig gut vermengt. Und wir sehen uns dann zum Formen unserer Granaten wieder. So, ja, am Dutch Oven angekommen. Ja, ihr könnt es bestimmt schon fast ahnen. Wir nehmen heute wieder unseren Elfu Ego, unseren kleinen, Größe des FD4,5 bei Petromax oder bei anderen bekannten Dutch Oven Hersteller Marken. Und benutzen werden wir heute wieder unseren Gasgrill bzw. die Sizzle Zone von unserem Gasgrill, anfangs zumindest. Dazu aber später nochmal. Ich habe nicht nur die Knoblauchpaste vergessen, welche ich übrigens jetzt in die Masse schon reingemacht habe. Ich habe auch vergessen, euch das sächsische Butterfleckchen, was natürlich zu jedem Dutch Oven Gericht bei uns mit dazugehört, aufzuzählen. Und vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken beim Formen der Bällchen. Zeige ich euch mal ganz kurz. Deswegen haben wir auch das Ganze Granatentopf genannt, weil jedes Kind braucht irgendwann einen Namen. Und immer nur Hackbällchen, 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 haben wir gedacht, wir machen einfach mal eine andere Form, lassen sich besser ringsherum so anbraten und die sahen aus wie kleine Granaten. Und deswegen ist es bei uns der Granatentopf. Nur der Namensgeber. Genau, wie gesagt, das ganze Hack ordentlich gemischt und in Granatenform, beziehungsweise nehmt die Form, wie ihr wollt, macht Eier, macht Vierecke, macht was ihr wollt. Aber wir haben hier die kleine Eierform in Form von Granaten gewählt. Genau, die Butter werden wir jetzt erstmal schön zerlassen hier drin. Und wenn die dann Schaum schlägt, geben wir die Granatenbällchen mit hier rein und braten die ringsrum an. Erst einmal. Die Butter wirft Blasen. Das ist für uns der Moment, wo wir jetzt unsere Granatenbällchen mit hier hineingeben und ringsherum anbraten. Ich sage gleich von vornherein, lasst irgendwelche blöden Kommentare zwecks des Namens für unser Gericht. Das hat keinerlei Hintergründe. Also doofe Kommentare werden natürlich gleich, wie gewohnt, gelöscht. Zumindest die Kommentare, die dann vom Niveau her tiefer sinken wie die Titanic. Genau, also die Bällchen jetzt ringsherum anbraten und wieder aus dem Topf nehmen. So, unsere Bällchen sind nun, oder unsere Granaten, unsere kleinen Hackfleischgranaten, sind nur von allen Seiten schön angeröstet. Die kommen jetzt raus aus dem Dutch Oven und wir verfahren dann ganz normal weiter mit der Brühe.
Aber ich denke mal, bei dem Schritt sehen wir uns dann wieder. So, Granaten sind raus aus dem Topf. Haben wir hier unsere Rinderbrühe und löschen das Ganze schön damit ab. Die Brühe sorgt dafür, dass wir die Röstaromen schön vom Boden mit anheben, welche hier entstanden sind. Und zu der Brühe kommt auch gleich noch die gehackte Tomate. Das alles rühren wir jetzt schön ein und lassen das erst einmal etwas aufköcheln. So, in der Mitte sehen wir, dass unsere Brühe schon schön heiß ist oder heiß wird, indem hier schon kleine Vulkänchen entstehen. Das ist der Moment, wo wir jetzt die Kochsahne hinzugeben. So wie den Frischkäse. Das geben wir alles mit hinein und rühren das genauso wie den Rest schön mit unter, dass alles gut verteilt ist. So, auch unsere Sahne-Brühe-Mischung ist jetzt schön bereit. Und jetzt ist der Moment, wo wir schon mal die Flüssigkeit abschmecken, weil im Fleisch bzw. in dem Hack ist ja schön Gewürz mit drin und das nach unserem Geschmack abgewürzt, sage ich mal so. Und jetzt geht es aber nur noch um die Brühe. Und die kann hier in dem Moment jetzt ganz leicht überwürzt sein, denn die Nudeln, die wir dann hineingeben, ziehen auch noch ein bisschen was weg. Ich koste mal kurz. Nee, ist also für uns jetzt perfekt. Oh ja, das reicht wirklich. Ich muss auch mal dran denken, und doch noch mit ein paar Kindern, die hier mitessen. Und das sollte nicht zu scharf werden, weil die Bällchen, wenn wir die jetzt zurückgeben oder unsere kleinen Granaten zurückgeben, die geben auch nochmal von dem Geschmack, von ihrem Geschmack was ab. Also ist die Brühe schon optimal für uns so. Wie gesagt, ganz leicht drüber, dass die Nudeln das noch mit aufnehmen, aber so ist es optimal. Jetzt ist der Moment, wo wir die Bällchen wieder mit hineingeben. Ich sage immer Bällchen, unsere kleinen Granaten. Und wir machen hier aber schon mal die Hitze von der Schüssel so aus. Denn das reicht uns hier. So. Und geben jetzt unsere Nudeln mit hinzu, damit das eine One-Pot-Schicht wird. Diese auch hier schön verteilen, so damit die von der Flüssigkeit bedeckt sind. Und wie ihr es aus den vorangegangenen Videos schon von mir kennt, gebe ich diesen Dutch Oven jetzt zugedeckelt auf den Gasgrill, auch bei leichter direkter Hitze, und lasse das Ganze bei direkter Hitze oder leichter direkter Hitze schön erwärmen, sodass die Nudeln die Flüssigkeit aufsaugen können und alles miteinander gar wird. Wenn der Punkt gekommen ist, dass das alles gar ist, sehen wir uns wieder noch mal kurz. So, 20 Minuten bei leichter Hitze sind vorüber. Wir schauen mal gemeinsam hinein. So, ich würde sagen, optimal. Nudeln sollten weich sein. So drücken lassen sie sich auf alle Fälle. In dem Moment, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir einfach mal zusammen verkosten. Der Nachteil ist immer, dass das heiß ist. Aber ich muss sagen, schön cremig. Dieser leichte Geschmack von dem Kräuterkäse kommt. Die Hackgranaten haben auch nochmal ihren Geschmack so ein bisschen abgegeben. Nudeln sind al dente. Ich muss sagen, rundum eine super Geschichte. Brauche auch nicht mehr nachwürzen hier. In unserem Fall zumindest. Und ja, kann ich nur sagen, das Video ist zum Nachmachen, beziehungsweise das Rezept ist zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, damit verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, wieder eure Sachsengrill André und Marco, und bleibt gesund.